This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Ayo, this is a peace. Heute kommen meine 10 Antworten auf die veganen Tagfragen, die 10 Stück. Und zwar wurde ich getaggt von Pia von Kraftfutter. Dankeschön dafür. Und von. Pierre oder die Mara? Ich weiß gar nicht. Mara von Mara Raw Free. Oder. Der Pierre mich. Ich weiß gar nicht mehr. Ich werde es auf jeden Fall drunter verlinken. Anscheinend drunter. Raw Soul Food müsste Jennifer und Pierre sein. Aber ich verlinke die beiden Kanäle von Mara und Pia drunter und von Pia natürlich auch. Und ja, meine Antworten. Erste Frage, Nummer 1. Seit wann und warum ich vegan bin? Vegan bin ich seit 2010, 5 Jahre, ziemlich genau. Bisschen mehr. Und vorher war ich vegetarisch, 4 Jahre. Und ja, seit ich 15 bin, vegetarisch, seit ich 19 bin, vegan, jetzt bin ich 24. Zweite Frage, wer oder was hat mich dazu inspiriert, vegan zu werden? Das war einfach, ich war vorher schon Vegetarier. Und ja, Vegetarier wurde ich, weil ich einfach irgendwann angefangen habe, drüber nachzudenken, so mit 15 sowas. Was läuft da eigentlich? Was essen wir da eigentlich? Vorher nie Gedanken gemacht, jeder macht's. Und dann wollte ich das nicht mehr und ich konnte auch nicht mehr in Fleisch und sowas reinbeißen. Und mit 19 habe ich dann im Studium von einem Kumpel den Kumpel kennengelernt und der war Veganer und da habe ich das erste Mal im Leben einen Veganer kennengelernt. Und dann dachte ich mir so, ja okay, jetzt bist du Vegetarier. Warum ist der jetzt auch das ganze andere noch so? Vorher, wo ich Vegetarier war im Internet, habe ich das alles so ein bisschen verdrängt, so, weil es halt auch keiner im Umkreis von mir gemacht hat. Und ich dachte immer so, vegetarisch ist schon gut. Und dann habe ich halt gesehen, ja gut, der macht es halt vegan. Dann habe ich es seitdem auch gelassen. Und konnte dann auch nicht mehr in tierische Produkte reinbeißen. Käse war zum Beispiel was, wo ich voll geliebt habe am Anfang. Als Vegetarier halt auch nur Käse gegessen. Und ja, aber ich konnte dann einfach nicht mehr in Käse reinbeißen. So einen vom nächsten Tag, so ging nicht mehr. Nummer 3, was ist meine Lieblingsdoku zum Thema vegan? Muss ich sagen, habe ich eigentlich gar keine, ich weiß nicht, ich habe mir ab und zu mal so ein paar Dokus angeschaut, aber weiß nicht, habe jetzt keine Lieblingsdoku oder so und die hatten mich auch gar nicht so dazu bewegt, damals vegan zu werden, sondern eben, weil ich einfach gemerkt habe, ja, das gibt's ja auch so, keine Ahnung. Und ja. Viertens, wie sieht meine vegane Ernährung aus? Im Moment bin ich eigentlich so, dass ich roh und frutarisch im Moment, also auch Gemüsefrüchte, Kürbis, Kürbis, Tomaten, Paprika, sowas auch, aber eigentlich sehr einfache Rohkost, zweimal am Tag eine Portion Früchte oder so, ja, kein Salz, kein Fett mehr und so. Und ja, ab und an Fasten immer, Saftfasten, Wasserfasten, alles Mögliche. Und ja, so schaut es im Moment aus. Frutarisch, ja. Fünftens, ist jemand in meiner Familie vegan? Ja, seitdem ich auf vegan umgestellt habe, dann habe ich auch, ja, in der Family halt immer, ich konnte es nicht sehen, so wenn jemand, für mich war das so unverständlich und ich habe dann irgendwann immer drauf eingeredet, weiß nicht. Habe auf jeden Fall dann auch das Kochen immer angefangen und habe dann immer auch gekocht und so. Und ja, mittlerweile essen meine Eltern auch schon eben seit
4, 5 Jahren eigentlich komplett vegan. Und mein Bruder genauso. Außer wenn sie halt irgendwie unterwegs sind, dann essen sie vegetarisch, oder mein Bruder isst ab und zu mal Fisch oder so, oder ganz selten mal Fleisch, vielleicht Fisch vielleicht einmal im Monat oder so, oder mal, wenn er irgendwo im Restaurant ist, ganz wenig Käse auf einer Pizza oder so. Aber daheim essen alle vegan so und kaufen auch keine tierischen Produkte. Und ja, Punkt 6, kenne ich einen Veganer im richtigen Leben? Ja, mittlerweile einige, und eben weil ich auch einen am Anfang kennengelernt habe, habe ich selber umgestellt, und genau. Aber nicht nur Veganer, ich habe auch Freunde, die Fleisch essen, und ja, stört mich auch nicht. 7. Veganes Lieblingsgericht. Im Moment habe ich eigentlich gar kein so wirkliches Lieblingsgericht. Also Gericht kann man es nicht nennen, sondern, weiß nicht, meine Lieblingsfrucht ist, sag ich mal, irgendwie bei Sonnenschein einfach Wassermelone. So göttlich, wenn die Sonne scheint, einfach eine Wassermelone oder Kokoswasser. Oder Papaya finde ich so gut auch. Papaya ist auch eine meiner Lieblingsfrüchte. Und ja, mehr will ich eigentlich gar nicht. Wenn ich eine gute Papaya habe, was will ich mehr? Und ja, Früchte, so alles Mögliche, ja, Papaya, Mango, ja. 8. Punkt, wie ist es für mich in der Gesellschaft vegan zu leben? Anfangs war es für mich echt schwierig, ich habe da viel diskutiert und so und bin da nicht mit klargekommen, dass die Leute das irgendwie nicht verstehen konnten. Man wird ja auch wirklich aggressiv angegangen, wenn man was sagt. Und ja, am Anfang bin ich da auch noch so ein bisschen dagegen und so immer. Und dann wird das Ganze unschön und macht keinen Spaß und so. Und mittlerweile habe ich mich mit abgefunden und das Ganze akzeptiert und will auch keinen mehr ändern. Aber ich finde es natürlich schön, wenn es die Leute machen. Mittlerweile lebe ich es einfach vor und fertig. Und ja, ich rede gar nicht drüber, nur wenn mich jemand direkt darauf anspricht, und selbst dann immer nur ganz wenig. Und ja, genau. 9. Wie ich mit Fleischessern umgehe. Ganz normal, wie mit jedem auch. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht mehr, ob er Fleisch isst oder nicht. Und im normalen Sozialverhalten merkst du es ja oft gar nicht so, ob jetzt jemand Vegetarier ist oder nicht. Oft sind auch voll die lieben Menschen Fleischesser, aber sie kommen nicht davon weg einfach. Und ja, ganz normal. 10. Punkt, letzter Punkt. Was sind meine veganen Lieblings-YouTuber? Am Anfang habe ich immer, ja gut, irgendwann habe ich mal so Karl Essen ein bisschen geschaut. Fand ich immer ganz gut am Anfang, so vor ein paar Jahren. Und dann Carb the Vegan Up, habe ich mit 80-10-10 so ein bisschen angefangen, da habe ich den viel geschaut, finde ich auch voll sympathisch so. Aber bin mittlerweile auf einem ganz anderen Standpunkt so ernährungstechnisch. Und ja, Happy Nettle Boy, Pia von Kraftfutter, Marvin Fruit, habe ich mir viel angeschaut. Ja, und was ich die ganze Zeit im Moment angeschaut habe, war Infinite Waters. Englischer Kanal, aber super, das hat mich immer motiviert, inspiriert, und ja, echt guter Channel. Geht viel um Spiritualität zum einen, aber auch Ernährung, Rohkost und so weiter, und echt gute Videos. Ja, einfach genialer Typ. Skated, ja, sympathisch, und ja. Und ja, ich mag viele YouTuber. Marielle, Mara, Pierre, Joachim, so viele. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Wen ich vergessen habe, nicht böse sein. Ja. Genau. Also das waren meine 10 Antworten. Ich denke, neu nominieren muss ich jetzt keinen mehr.
ist mittlerweile schon jeder dran gewesen. Ja, das waren meine 10 Antworten. Macht's gut, Leute. Ciao.